Wie denken Sie eigentlich darüber, dass mittwochs um 17.30 Uhr hier gespielt wird? Ja, ich finde das eine beschissene Zeit. Aber das sind die Regeln. Die haben das so beim DFL haben sie das so abgesprochen. Ich verstehe nicht warum. Alle sind noch in der Arbeit. Kinder sind gerade aus der Schule. Wir haben noch Glück, dass wir zu Hause spielen. Durch die Woche auswärts zu spielen. Also wir haben vielleicht noch ein bisschen Glück, ja, im Wochenende auswärts und durch die Woche zu Hause. Man kann auch sagen, wenn man in die Wochenende zu Hause spielt, haben wir vielleicht mehrere Zuschauer. Aber am Mittwoch um 5:30, ja, das warum nicht um 7 oder 7:30 oder, aber klar. Hier wird auch schon gesprochen, dass die erste Liga nach Montagabend geht. Also finde ich auch nicht so einen Tag, dass ich sage, es freut mich, Fußball zu spielen am Montagabend. Aber wir müssen es. Es sind auch kommerzielle Belange. Und die werden immer größer. Aber warum, weißt du das jetzt, 5:30? Warum 5:30? Ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich mit den kommerziellen Belangen zusammenhängt und dass man die Bundesliga als Premium-Produkt dann ein bisschen besser vermarkten kann, wenn sie zeitlich abgegrenzt von der zweiten Liga ist. Dann könnte man noch darüber streiten, 18:30 wäre auch noch eine schöne Anstoßzeit. Das reicht immer noch bis zum Anschluss der ersten Liga. Aber das sind jetzt wiederum Sachen, die dann innerhalb der DFL... Wie spät spielt die erste Liga dann? 20:30. Oder 20 Uhr? 20 Uhr. Ja gut, würde mit 18:30 eng werden, aber wäre immer noch in der Range. Ja. Ich habe das Nachgequatsche der zweiten Liga. Tja, man weiß es nicht.